Aber hier auf der anderen Seite steht ja ein S-Antifa, das heißt abgekürzt Staats-Antifa, ja? Das S, das stört die Versammlungsbehörde auch. Das ist, müssen Sie natürlich begründen, was das heißen soll, warum das hier Staats-Antifa, das S hier abgeklebt, wir haben sie pink abgeklebt, für die Tunden-Antifa, für die hallische Tunden-Antifa. Also so ist es jetzt. In die anwesenden Tunden von der hallischen Antifa können sich ruhig angesprochen fühlen. Hey, da drüben sind wohl noch ein paar Überlebende. Impfkampagnen-Überlebende, Omas gegen rechts. Die nächste Wahl erleben die meisten von euch nicht mehr. Das heißt, die zwei Direktmandate in Berlin, die gibt es nicht mehr komplett. Das heißt, 39 Abgeordnete der Linkspartei fliegen. Das nächste. Division Incontinentia. Brennt gestaltet ist und die Fahnen da nicht. Und die haben mir erklärt, die Versammlungsbehörde, dass dumme Menschen, also das war meine Wort, dumme Menschen verstehen, die Kinder-Antifa kommt. Ey, 20 Leute haben es zusammengekriegt. Wahnsinn! Die müssen wahrscheinlich zusammen noch gar keinen Augen. Wahnsinn, ey, 20 Leute, ey, ich dachte 100 davon! Planen und machen, wissenden Auges, sehenden Auges, Frau K. und Frau M. Sehen Sie dort rein. Herr Potter, bitte sich der Sitzblockade. Sie sind in Recht und Gesetz unterworfen. Geh mit rein, geh mit rein. Strafanzeige gegen den Anmelder dieser Demo rechts, wenn die uns blockieren sollten. Ja, die Strafanzeige wie die auch gegen Valentina Hacken, die ich schon getätigt habe. Er hat ja auf Radio Korax zugegeben, wessen diese Sitzblockade galt, diese von ihm verantwortete Versammlung. Das ist eindeutig ein Bruch gegen das Versammlungsrecht und es ist schon verhältnismäßig hier 30 bis 40 Leute wegzuräumen. Liebe Frau von der Versammlungsbehörde, wir können auch sofort los, wenn das leichter für Sie ist. Deutschland, dein Herz ist flammend.
Also stellt euch bitte schon mit dem Transparent nach vorne. Ihr wisst, die fahren zuerst dann das Merkel-Transparent schon in die Richtung, in Laufrichtung, dorthin auf die Parkplatzausfahrt. Nein, ich komme jetzt nicht runter. Wer weiß, wir müssen jetzt runter, so muss man ja noch raus. Das ist kein Problem. Also stellt euch doch schon raus, das Transparent hinterher, das Transparent muss mindestens drei unternehmen. Und das Auto kann auch schon mal dahinter das Transparent. Fahrer. Die müssen dann hinten rein oder genau. Hier sind noch ein paar zusammengeklebte Fahnen, nehmt ihr euch bitte. Also, nehmt schon mal Aufstellung. Wir müssen ungeachtet dessen, wo wir die Spontanversammlungen durchführen, 5 Stück heute noch, wenn wir hier nicht loslaufen. 5 Spontanversammlungen an 5 spontanen Orten. Fahrer, kannst du jetzt dich auch schon mal hinter die Fahnen, das Fronttransparent da vorne, hinter die 5 Fahnen da, die 5 Fahnen, die CDU-Fahne muss mit vorne in die erste Reihe. Das Transparent dahinter, unser Auto dahinter. Also liebe Versammlungsbehörde, wir wären bereit. Also ich sehe das als verhältnismäßig, diese 20, 25 Leute dort einfach zur Seite zu schieben und vorbeizulassen und dem Versammlungsrecht Raum zu geben. Was ist denn? Das Banner. Da steht doch nur Merkel drauf. Fortsetzungsfeststellungsklage. Das, Sie machen sich hier strafbar, liebe Leute von der Versammlungsbehörde. Das wissen Sie auch. 20 Absatz 3 Grundgesetz, Sie sind Recht und Gesetz verpflichtet. Und ihr macht es nicht mal, ihr kämpft gegen mich. Wie lächerlich, denn euren wahren Feind, den seht ihr nicht. Ihr seid schlecht informiert und alles bankrott, dass ihr das nicht kapiert. Ihr seid blinder als blind, treu und moralisch drin, dumm und intrigant, nicht besser als Faschisten. Ohne mich, ich kriege dich, ich bin frei wie der Wind, kapiert ihr das nicht? Ohne mich. Liebe Mitdemonstrierende, habt ihr Zeit mitgebracht? Die nächste Versammlung, Spontanversammlung, sage ich euch, spreche doch mit der Versammlungsbehörde ab, ob wir diese Versammlung hier beenden und zur nächsten gehen. Thank you.
jemand von der Versammlungsbehörde. Also, wie gesagt, diese Autofahrer hier, die Privatpersonen, die wollen ja auch raus. Kommen die raus und sie lassen diese Sitzblockade wieder sitzen, ist das Strafvereitelung im Amt. Sie haben die Macht, einfach zuzumachen wieder. Also dann zuzumachen und uns den Weg freizuräumen. Dürfen die privaten Pkw-Fahrer fahren und wir nicht, dann ist das Strafvereitelung im Amt und wird entsprechend angezeigt. Sind die denn noch hier? Nee. Sind da zwei paar Minuten. Die ist gerade mit Valentina in der Ecke. Ich meine, wieso muss die mit Valentina verhandeln, wo wir lang gehen? Also, das ist. Was? Naja, dürfen wir ja nicht einfach. Wir dürfen natürlich erst los, wenn. Wenn es okay kommt, warte mal, wir gerade alles. Also offensichtlich ist da hinten offen. Wenn die Polizei dort wieder zumacht, also dann könnten wir ja auch raus. Bitte! Auto! Also wir haben gerade dergestalt mit der Anwältin gesprochen. Die Polizeiführung leistet hier Beihilfe zu einer Straftat, weil sie nicht räumt und es ist verhältnismäßig zu räumen. Weil diese Versammlung wurde nur gebildet, um eine andere zu behindern. Und das wurde sogar durch Frau Landtagsabgeordnete Quader, dort, die so ein bisschen quaderförmig ist, die hat das dazu sogar im Netz aufgerufen, zu blockieren. Sie wünscht sich Tausende. Hier sitzen, stehen 40 Leute. Und es ist überhaupt ganz einfach, diese räumen zu lassen. Und genau das fordern wir hier auch. Landtagsabgeordnete, ja. Quader. Was? Ja? Muss die räumen? Achso, wie lange muss die alle machen? Ja. Nach hinten kannst du theoretisch weg, dass du welche auf die Toilette gebracht von zwei Beamten und dann hatte die Polizeieinsatzleitung irgendwie durchblicken lassen, wild pinkeln ist erlaubt, aber ich will das eigentlich gar nicht so laut sagen, weil die Valentina holt dann gleich die Kamera raus, fotografiert ja sonst nicht so gerne, aber so als würde die fotografieren, also holt hier nicht eure Schwänze raus. Ich weiß nicht, was die Valentina dann macht. Gut, Freunde, wir sehen uns heute noch im Paulusviertel. Wir sehen uns heute noch im Paulusviertel, nicht zu früh, Freunde, ihr holt euch eure Hämorrhoiden noch. Ich sehe keine Antifaschisten und Morgen! Ich sehe Faschisten! Die Nazis! Noch lange nicht! Nazis, verpisst euch! Keiner vermisst euch! Nazis, verpisst euch! Wie gesagt, nicht so früh, Freunde, wir sehen uns diese Woche noch richtig oft. Und heute, der Tag, ist noch nicht zu Ende. Funktioniert. Sie haben gesagt, ja, es gibt doch geschützte Daten. Und
der Jahrestag des Anschlages, das wäre ein solches Datum. Mitnichten. Ein klein leiser. Ey, die Antifa mal ein bisschen mitarbeiten. Seid ihr lauter, dürfen wir lauter. Ja, lauter, lauter. Gut. Dann hat man uns die erste seit über einem Jahr angemeldete Kundgebung von 15 Uhr hat man uns verboten, weil es angeblich eine Ausweichdemonstration sein könnte, zu der 17 Uhr, die ebenfalls verboten wurde. Die 17 Uhr haben sie uns verboten, weil es eine Ausweichdemonstration zur 15 Uhr verbotenen gewesen sein könnte. Da beißt doch die Katze sich in den Schwanz, oder? Ihr erkennt die Unlogik hinter dieser Argumentation. Das Verwaltungsgericht hat sie natürlich erkannt. Wir haben gesagt, hier, Steuerzahler muss das zahlen. Ihr Versammlungsbehörde macht eure Hausaufgaben. Haben sie nicht gemacht, aber wir werden sie schulen. Wie gesagt, es folgen viele interessante Anmeldungen noch in dieser Woche. Und ich werde jetzt meine Reden vom letzten Mal nicht so wiederholen. Das darf ich ja nicht. Es darf nicht nach Adolf Hitler klingen. Und ich werde sie versuchen zu gendern und versuchen, das irgendwie hier linksgrün versifft darzustellen. Die Antifa meint, dass sie wäre eine rechte Demonstration. Haben die eine Meise? Es ist lediglich ein Spiegel und sie sind unfähig, in diesen Spiegel zu schauen. Die Staatsantifa ist die SA, sind die Sturmabteilungen von heute. Da! Sie sind getroffen. Sie sind genau deswegen getroffen. Das sind Staatsantifaschisten. Die Staatsantifaschisten, die Autos abbrennen, Menschen zusammenschlagen, Menschen töten. Wir haben auch Transparente mit gegenlinken Terror. Und genau an diesen Tage sollen wir diesen Terror bedenken, diesem linken Terror. Stéphane Ballier ist ein Täter, ein Mörder, ein Terrorist in ihrem Geiste, im Geist der linksterroristischen Staatsantifa, unter anderem von Halle. Stéphane Ballier ist euer Busenfreund gewesen, nicht meiner. Ich habe mit ihm nichts zu tun und diese Demonstrationen sind länger angemeldet heute gewesen, als überhaupt, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Was geht mich dieser Stéphane Ballier an? Ich verurteile die Tat natürlich selbstverständlich, aber es darf nicht dazu führen, das Versammlungsrecht einzuschneiden aufgrund linksgrüner Diktatoren, die uns lieber im Gulag sehen würden. Wenn nicht sogar in den Duschräumen. Marc, das haben wir auf dem Markt, glaube ich, noch nicht dargeboten, den Merkel-Jugendsong. Natürlich muss ich hier immer mal am Lautstärkeregler dann, weil wir Wörter geil mit H vorne ist uns untersagt. Wir dürfen nicht mal rufen I geil mit W vorne, weil das zu Missverständnissen führen könnte, weil sie dann denken könnten, dass das I geil mit S vorne heißen würde, was überhaupt nicht so ist. Gut, machen wir auch alles nicht. Wir sind da wirklich anpassungsfähig. Jawohl! 1, 2, 3, 4. 3. 4. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Die Mutti aller Menschen feiert mit uns und singt. Die Merkel-Jugendhalle, das macht sonst keiner traut. Sie feiert unsere Kokas und schlagt mal bunt und laut. Hebt die Hände in den Himmel und ruft gemeinsam geil, dass jeder Parteibuffel geht, weil wir ihm sind so geil. Sind wir dir zu laut, dann bist du zu schwach, denn das ist Kokas Musik. Und wir sind die Macht, die Reihen festgeschlossen, die Fahnen hoch sogleich, mit Merkel an der Spitze, hinein ins Vierte Reich. Hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze, Millionen neue Menschen kamen heim ins Reich. Angela macht die Raute, mit ihnen Selfies gleich. Sie kamen her für Arbeit, für Lohn und Leckerbrot. Sichern nun die Renten, vor beides Volkes Not. Hebt die Hände in die Höhe und ruft gemeinsam geil, dass Merkel, weil wir ihm sind so geil. Sind wir dir zu laut, dann sind wir, das ist Bürgers Musik. Und wir sind die Macht,
und muss die Krönkart scheiden. Wir bleiben Deutschland treu, fällt alles auf in Scherben. Wir formen Deutschland neu. Das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze... Heute wird das wirklich wahr. Das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze... Hey, das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze. Letzte Verwarnung, wir sind hier zu laut, obwohl wir hier keine Auflagen haben. Warum auch? Die Antifa ist da, stört hier laut, halt. Sagt mal, seid ihr noch da? Dir zu laut. Dann bist du zu schwach, denn das ist Krönkarts Musik. Und wir sind die Macht, die Reihen festgeschlossen. Die Banner hoch sogleich, mit Merkel an der Spitze. Hinein ins Vierte Reich. Hey, das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze. Hey, das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze. Hey. Das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze Nacht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Zur Not muss doch niemand hier bleiben. Ja. Hier. Ja, 22 Uhr, ab 22 Uhr sowieso, ne? Und wir haben's, Sie haben gerade gesagt, es ist fast 21 Uhr, ab 22 Uhr dann. Von vorn auf streamen, ja, das ganze Ding. Und die schmaler laufen hier, nicht so in einem Punde, lauf den Dreier rein. Bildet mal, versucht mal Dreier rein zu bilden. Thank you.
den Schoßlern zusammen. Dein Atem kalt, das Herz wird flammen. Wir demonstrieren hier für die ewige Macht der Führerin in Deutschland und Europa, Angela Merkel. Geil, Merkel! Oder wollen wir hier zwischen... Ja, ich mache schon leiser. Aber wie wollen Sie das begründen? Das müssen Sie auch begründen, warum Sie hier während der Laufdemo die Lautstärke vor 21 Uhr um 21 Uhr beschränken. Können Sie überhaupt nicht begründen, haben Sie viel zu schreiben, Frau K. diese Woche. Zusätzlich noch die, die Anmeldung, die noch kommen, bearbeiten. Also am besten, die Polizisten schlafen alle gleich hier. Wir haben viel zu tun die Woche. Wo sind deine Kumpel schon zu Hause eingelassen oder meine Mama? Ja, ja, genau. Dein Kindergartenlaufen ist kleiner. Mach doch schon leiser. Das ist, sie hat wirklich keiner. Sie sind recht und gesetzt verpflichtet. Frau K., könnt ihr hier nicht nach Willkür entscheiden? Schwesterchen ins Bettchen! Alle hassen! Was? Alle hassen! Du vielleicht! Du hast dich gerade strafbar gemacht! Ich habe jetzt keine Zeit und Lust, so ein Habenichts anzuzeigen! Mit E eingestellt! Ey! Das war eine Körperverletzung, oder? Versuch die Sachbeschädigung auf jeden Fall! Also, ihr habt eine Körperverletzung gesehen! Der Merkel-Jugend! Hier ist der Platz der ersten Zwischenkundgebung. Ich würde sagen, hinter der Ampel, wenn du auf der anderen Seite, wir bleiben gleich in Fahrtrichtung dann stehen. Also ihr könnt euch auf der Treppe dort so es bequem machen. Und wenn du auf dem Fußweg bist, dann hältst du hier an einfach. Du schlägst aber schon rechts ein. In Richtung des Schild, weil wir dann nach rechts weiterfahren.
So, halt bis oben, reicht. Mach doch ein paar Fotos, mach mal Fernlicht an, das sah gut aus. So gut ausgeleuchtet, mach mal ein Foto. Fernlicht. Nee, das geht schon so im Breitfoto einfach. Und haltet den Stream da mal drauf. Dass Valentina sieht, dass sie Linksmaten hier eigentlich überhaupt nichts gerissen haben. Naja, weil das Demogeld für die wahrscheinlich schon alle ist. Nein, es gibt Nachtschichtzulage ab 21 Uhr. Nachtschichtzulage? So, was haben wir schon Demogeld von Hoffnung? Laufgeld! Ja, ja, auch noch mit dazu. Hast du jetzt gehört, was? Bitte nicht, das ist Verpflegung. Kannst du dir auch dazu. Geil, Merkel! Geil, Merkel! Geil, Merkel! Geil! Erst Körperverletzung, Sachbeschädigung. Es ist ein betroffenes Opfer, das heißt, hier gibt es wegen dieses Vorfalls eine spontane Zwischenkundgebung gegen linke Gewalt. Also dieses Fenster dort oben, da kam das Ei rausgeflogen. Hier gibt es jetzt eine spontane Kundgebung dagegen, 10 Minuten. Komm runter! Komm runter! Nein, wir beleidigen nicht, aber es ist gegen unbekannt. Also das heißt, die Anzeige, die musst du jetzt aufgeben, das heißt, er ist ermittelbar, der Täter. Aus dieser Wohnung dort oben. Wir warten hier, bis die Anzeige aufgenommen wurde. Ganz oben, links, das Licht, ganz oben. Ja? Sachbeschädigung, Körperverletzung ist das. Werden wir hier für eine Zwischenkundgebung nutzen. Frau K. soll begründen, warum 21:30 eine Lautstärke, Lautstärke als um 9 gemacht werden darf. Das soll Frau K. schriftlich begründen. Das war eine Privatnotiz für mich. Ja, mache ich ja jetzt. Du willst ja nicht eine Auflösung haben. Genau. Ja, nein, nein, das brauche ich nicht. Frau K., das könnt ihr schriftlich begründen. Ja, aber kein Gesetz schreibt uns, wo runterzukommen. Ich rede doch mit Ihnen. Natürlich. Ich habe hier permanent leiser gemacht, Frau K. Naja, das ist doch reine Schikane. Den ganzen Tag, das würde sie bei Valentina Hacken niemals machen. Niemals. Ich habe hier leiser gemacht, permanent. Und werde jetzt ohne Lautsprecher hier meine Rede halten. Dann habe ich leiser gemacht. Und gibt's doch nicht. Das ist reine Schikane. Also ich bitte das auch im Stream zu dokumentieren. Ich hab doch jetzt leise gemacht. Ich hab permanent leise gemacht. Permanent. Ich bin ruhig. Ich habe permanent leiser gemacht, ich habe die Anweisung befolgt. Ja, aus welchem Grund denn? Das ist eine reine Aufschiebung. Ich mache nicht lauter. Mach ich doch nicht. Was soll da schlimmer werden? Ich kommuniziere doch. Das ist rechtswidrig, was Frau K. macht. Rechtswidrig. Sie ist an Recht und Gesetze gebunden, 20 Absatz 3 Grundgesetz. Und ich habe leiser gemacht. Die habe ich nicht gemacht. Dass ihr was nicht redet. Erde, wo kommt das her? Wo ist denn das her? Ach so, aus dem Fenster. Aus dem Fenster kommt. Ach so, da. Ah, jetzt habe ich eine Hand gesehen. Ja, sag ich nicht. Du kannst alles hören. Ich habe leiser gemacht. Ab 22 Uhr, ja, ist hier 8 Uhr angesagt. So lange machen wir hier erstmal zur Zwischenkundgebung gegen linke Gewalt. Ja, was raus hier? Familie Braun. Inländer raus, oder was? Braun, ja. Wir lernen uns doch kennen. Braun, da ist der Name, Programm. Also sagt ihr mir, wann die Handschrift-Umgebung hier beginnen darf? Das ist die Leipziger Straße. Ja.
auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung. Das ist die heile Welt. Markus, komm mal ran hier, Markus. Das Opfer des linksterroristischen Anschlages, das Opfer des linksterroristischen Anschlages. Ja, ich hab leiser. Ein Merkel-Jugendmitglied wurde von einer Mai in Tötungsabsicht getroffen. Der schiebt sich zu lachen. Wäre dieses Ei hart gekocht gewesen, genau, hätten wir heute und hier an dieser Stelle das erste Blutopfer der Bewegung zu verzeichnen. Genau! Die Merkel-Jugend gibt nicht auf. Die Merkel-Jugend hat hier heute an dieser Stelle in der Leipziger Straße diese Stelle als Gedächtnisstelle der Bewegung festgelegt. Diese Stelle an der Leipziger Straße, welche Hausnummer ist das? 30. Durch den Täter aus der Wohnung Braun, dessen Name scheinbar Programm ist. Schwerer Fehler. So, packst du den mal rein, bitte. Vorsicht, das Ei dran. Aus der Wohnung Braun wurden Gegenstände geworfen. Gegenstände auf die Aktivisten unserer geliebten Merkel-Jugend, der Jugend der größten Kanzlerin aller Zeiten, Angela Merkel. Jawohl! So bitte ich um eine kleine Schweigeminute für das erste Opfer linksterroristischer Gewalt gegen die Merkel-Jugend. Ab jetzt. Ruhe. Reicht über seinem Leitung, kannst du das Ei? Ja. Morgen, die Junge. Dieses leise Lied gilt unserem Opfer. Zum Opfer der Merkel-Jugend. Ich ziehe
setzt unsere Demonstration fort. Einer weniger. Verletztes Mitglied der Merkel-Jugend, du kannst auch im Auto mitfahren. Wir lassen keinen zurück. Also vorwärts, positioniert euch. Ein dreifaches Geil! Merkel! Geil! Merkel! Geil! Merkel! Weiter geht's. Das stimmt, tschüss braucht man nicht zu sagen, das heißt auf Wiedersehen. Ein dreifaches! Ja!
bleiben dann. Also geradeaus fahren. Kommt ja alle vorbei. Deutschland, Deutschland. Freunde, liebe Merkel-Jugend, liebe Mädels, Merkel-Mädels und Merkel-Jungen, wir haben hier noch eine Rede, die gleiche, die wir heute schon mal gehalten haben, schon zweimal gehalten haben, und dann kommt noch mal die Merkel-Jugend-Hymne. Ich danke euch, dass ihr durchgehalten habt. Ich habe ja wohlweislich bis 22 Uhr angemeldet, das haben wir auch durchgehalten. Wir sind Teilnehmer bzw. Organisatoren von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Versammlungsbehörde und Polizei. Und das werden wir die kommende Woche noch öfters unter Beweis stellen, unter anderem im Paulusviertel, wo wir am August-Bebel-Platz demonstrieren werden, wo wir am Rhein demonstrieren werden, wo wir auf die Paulusviertel demonstrieren werden, wo wir überall demonstrieren werden mit unseren Kunden. 1, 2, 3, 4. Ich muss aber mitzählen hier. Singt alle mit. 3. 4. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Die Mutti aller Noschen feiert mit uns und singt. Die Merkel-Jugend Deutschland macht was sonst sich keiner traut. Die feiert unseren Kurkas und schlagt auf bunt und laut. Hebt die Hände in die Höhe und ruft gemeinsam geil, dass jeder Parteibuffel geht, weil wir sind zu geil. Sind wir dir zu laut, dann bist du zu schwach, denn das ist Krögers Musik. Und wir sind die Macht, die Reihen festgeschlossen, die Fahnen hoch und gleich, mit Merkel an der Spitze, hinein ins Vierte Reich. Hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze. Hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze. Hey. Das geht ab, wir machen jetzt die ganze Nacht, die ganze Welt. Das geht ab, wir machen jetzt die ganze Nacht, die ganze Welt. Wenn wir neue Menschen haben, halten reich. Angela macht die Raute, mit ihnen Selfies gleich. Die kamen her für Arbeit, für Lohn und Leckerbrot. Sichern nun die Rechten, vorbei des Heimes Not. Hebt die Hände in die Höhe und ruft gemeinsam geil, dass jeder Parteimuffel geht, weil wir im Sitz so geil. Sind wir dir zu laut, dann bist du zu schwach, denn das ist Krögers Musik. Und wir sind die Macht und was die Krögers scheiden. Wir bleiben Deutschland treu, fällt alles auch in Scherben. Wir formen Deutschland neu. Das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab. Marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey. Noch 7 Minuten haben wir. Jawohl! Feuersleben! Sind wir dir zu laut, dann bist du zu schwach, denn das ist Krögers Musik. Und wir sind die Macht, die Reihen festgeschlossen,
die Fahnen hoch sogleich, mit Merkel an der Spitze, hinein ins Vierte Reich. Hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze, hey, das geht ab, marschieren die ganze Nacht, die ganze Nacht. Haben wir ja fast geschafft, es sind um 10 Leute, ein Lied noch, ein bisschen Horrorshow und dann